Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa und ich bin euer Coach von Mathematik macht Freude, Freunde zum Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Wir werden im Zuge dieser Videoreihe zum einen mit Vektoren rechnen, also addieren, subtrahieren und auch multiplizieren, sowie die Spitze-Minus-Scharf-Regel besprechen. Wir werden uns ansehen, wie wir eine Raumdiagonale berechnen können, sowie auch deren Länge bzw. Betrag. Außerdem besprechen wir, wie wir das Skalarprodukt im R3 berechnen, einen eingeschlossenen Winkel berechnen können, sowie auch das Vektor- bzw. Kreuzprodukt bilden. Beginnen wir mal damit, was eigentlich ein Vektor im Raum ist. Wie wir schon in den Videos von Vektoren in der Ebene gehört haben, ist ein Vektor ein Zahlenpaar, bestehend aus zwei Komponenten, welches wir durch einen Pfeil veranschaulichen können. Bei Vektoren im Raum haben wir nun zusätzlich zu unseren zwei Koordinaten noch eine weitere und sprechen nun also von einem Zahlentripel mit der Darstellung als Kleinbuchstaben mit einem Pfeil darüber und einem Spaltenvektor mit drei Komponenten. Unser Zahlentripel bezeichnen wir auch als dreidimensionalen Vektor. Was ist wohl ein 42-dimensionaler Vektor? Das ist also ein Vektor mit 42 Komponenten. Wir sprechen also hier auch von 42 Dimensionen. Das ist für uns schwer vorstellbar, aber in der Mathematik gibt es das auch.